Hallo zusammen. In meinem letzten Video habe ich euch Deutschlands längste Regionalzuglinien vorgestellt. Heute schauen wir uns mit Überraschung adäquat dazu die kürzesten Linien an. Berücksichtigt werden dabei alle Verbindungen, die täglich und im Taktfahrplan angeboten werden, also keine einzelnen Verstärker. Außerdem fließen keine S-Bahn-Linien in die Bewertung ein. Viel Spaß! Vorab hier eine kurze Übersicht der Plätze 11 bis 20. Beginnen wir nun mit Platz 10. Unser erster Kandidat ist bereits unter 10 Kilometer lang, genau genommen 8,5. Es ist die hessische RB66 Darmstadt Hauptbahnhof Pfungstadt mit 2 Zwischenstationen und 12 Minuten Fahrzeit. Sie wird im Stundentakt betrieben und fährt zunächst über 7 Kilometer auf der Main-Neckar-Bahn Frankfurt-Heidelberg. In Eberstadt geht es von dort aus dann ab auf die nur 1,8 Kilometer lange Stichstrecke nach Pfungstadt. Eingesetzt werden hier Dieseltriebwagen der Baureihe 615 der Vias. Platz 9 ist doppelt belegt und geht sowohl an die RB 97 Betzdorf-Daden im Siegerland als auch an die sogenannte Thälesbahn zwischen Nürtingen und Neuffen. Schauen wir uns zunächst die RB 97 an. Sie verbindet im Stundentakt Betzdorf im Siegtal mit dem 8,3 Kilometer entfernten Daden. Für die Fahrt werden 18 Minuten benötigt, auf der 5 Zwischenstationen angefahren werden. Betrieben wird diese sogenannte Dadetalbahn von der Westerwaldbahn, kurz WEBA, die hier GTW-Triebwagen einsetzt. Auch die Thälesbahn ist 8,3 Kilometer lang und führt von Nürtingen an der Neckaralbbahn nach Neuffen. Hierbei ist man 12 Minuten unterwegs und hält ebenfalls 5 Mal. Betrieben wird die Strecke von der Württembergischen Eisenbahn WEG mit 650 Triebwagen. Platz 8. S-Bahnen flossen wie angesprochen nicht in die Bewertung ein. Doch die A2 ist, auch wenn sie gerne mit einer solchen gleichgesetzt wird, keine S-Bahn, sondern eine Regionalbahn, wenngleich die Liniennummer eher gewisse Ähnlichkeiten zu einer Autobahn aufweist. Wie auch immer, die A2 verbindet im 20 im Berufsverkehr sogar im 10-Minuten-Takt Ulzburg Süd und Norderstedt Mitte nördlich von Hamburg. 7,8 Kilometer ist die Strecke lang, auf deren 11 Minuten Fahrzeit 5 Halte eingelegt werden. Hier verkehren die VTA-Triebwagen der AKN. Aufgrund des dichten Takts ist sie die einzige Linie in diesem Video, auf der trotz ihrer kurzen Länge mehr als ein Umlauf verkehrt. Platz 7. Wir bleiben hoch im Norden und widmen uns einer eher provisorischen, in der Form seit Ende 2017 existierenden Linie. Es handelt sich um die RB 76 von Kiel Hauptbahnhof nach Kiel-Oppendorf, die zumindest in der Theorie einmal bis zum Schöneberger Strand an der Ostsee verlängert werden soll. Da sich die Reaktivierung dieser Strecke allerdings noch hinzieht, verkehrt sie bis jetzt nur auf diesem kurzen Anfangsteilstück, welches nur 6,9 Kilometer lang ist. 11 Minuten dauert die Reise, zweimal wird gehalten. Unterwegs sind hier 48 Triebwagen der DB Regio. Platz 6. Vor den Toren Frankfurt am Main verbindet die RB 11 Frankfurt Höchst mit Bad Soden. Sie verkehrt dabei alle 30 Minuten mit Triebwagen der Baureihe 1440 der Hessischen Landesbahn. 6,6 Kilometer ist die Strecke lang, 12 Minuten dauert die Fahrt und es existieren 2 Zwischenstationen. Platz 5. Der RE 73 verkehrt nach dem neuen bayerischen Liniensystem von Augsburg nach Bad Wörishofen, alle 2 Stunden. Doch zwischen Türkheim und Bad Wörishofen
wird mindestens zum Stundentakt verdichtet, immer mit Anschlüssen an die Züge München-Memmingen in Türkheim. Diese Kurzpendel sind nur 5,2 Kilometer lang und besitzen erstmals im heutigen Video keinen Zwischenhalt. Die Fahrtdauer hierfür sind 6 Minuten. Die Linie wird von der DB Regio betrieben. Eingesetzt werden erst seit dem 13. Dezember 2020 Dieseltriebwagen der Baureihe 612. Zuvor waren es 642er. Platz 4. Wir bleiben in Bayern und bei einer Linie, die es auch in längerer Form gibt. Die RB14. Grundsätzlich unterwegs im Stundentakt nur zwischen Eichstätt Stadt und Eichstätt Bahnhof. Im Berufsverkehr alle halben Stunden und stündlich weiter bis Ingolstadt. Wir widmen uns hier aber nur dem Stammabschnitt Eichstätt Stadt Eichstätt Bahnhof. Dieser ist 5,1 Kilometer lang, besitzt aber im Gegensatz zum RE73 zwei Zwischenstationen und eine Fahrzeit von 9 Minuten. In Eichstätt Bahnhof besteht Anschluss an die Züge der RB Nürnberg-Ingolstadt-München. Betrieben wird die Linie von der Bayerischen Regiobahn mit 6 48 Triebwagen. Platz 3. Das Schema der letzten beiden Linien bleibt, das von Hauptstrecken, Stichstrecken in die von der Strecke abseits gelegenen Städte verkehren. Diesmal im Süden Niedersachsens mit der RB 86 von Einbeck-Salzde-Helden an der Strecke Hannover-Göttingen nach Einbeck-Mitte. Sie wird erst seit Dezember 2018 betrieben und ist 4,4 Kilometer lang. Dabei dauert eine Fahrt 6 Minuten und hat einen Zwischenhalt. Im Berufsverkehr geht es vereinzelt weiter nach Göttingen. Eingesetzt werden Dieseltriebwagen der Baureihe 648 von DB Regio. Selbes Schema, andere Region. Im sogenannten Ringzugnetz gibt es neben der Ringlinie von Bräunlingen nach Leiferdingen auch noch eine Pendellinie von Trossingen Bahnhof nach Trossingen Stadt. Die 3,9 Kilometer lange Strecke weist eine Besonderheit auf, denn aufgrund der starken Steigung ist die Strecke elektrifiziert, allerdings ohne Verbindung zum restlichen elektrischen Netz und mit der im deutschen Bahnverkehr einzigartigen Spannung von 600 Volt. Seit 2003 verkehren aber wie auf dem restlichen Netz nur noch Dieseltriebwagen der Baureihe 650. Betreiber ist die HZL. Gefahren wird dabei in der Regel im Stundentakt, wobei für die 3,9 Kilometer lange Strecke ohne Halt 5 Minuten benötigt werden. Platz 1. Unser heutiger Platz 1 sprengt ohne jede Übertreibung jegliche Vorstellungskraft, denn er ist sage und schreibe 800 Meter lang und existiert dabei auch tatsächlich nur in eine Richtung, dennoch aber im durchgehenden Stundentakt. Während in Richtung Friedrichshafen sowohl die RB 93 aus Lindau als auch die RB 91 aus Aulendorf weiter bis zum Friedrichshafener Hafenbahnhof verkehren, startet in der Gegenrichtung nur die RB 91 in Friedrichshafen Hafen. Die Züge der RB 93 starten dann immer erst in Friedrichshafen Stadt. Zwischen Hafen und Stadtbahnhof, wohlgemerkt nur 800 Meter entfernt, verkehrt daher die zusätzliche RB 31 im Stundentakt, die für die Fahrt 1-2 Minuten benötigt und völlig logischerweise keine Zwischenhalte besitzt. Eingesetzt werden die Dieseltriebwagen der Baureihe 650, betrieben von der DB Regio. Tja, und damit sind wir auch in diesem Video wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.